Also diese... Alter, meine Stimme ist heute wieder der absolute Oberhass. Ey, oh. Hello, ich bin der Ben. Das sind die Jungsfragen. Und wir reden heute über ein unfassbar spannendes Thema, über das es ganz viel zu sagen gibt. Und zwar Präejakulat, also Pre-Cum, Vorsaft, Glückstropfen, Lusttropfen. Mehr fällt mir jetzt erstmal nicht ein. Aber was genau ist das denn, Vorsaft, Präejakulat? Die meisten Jungs, nicht alle, aber die meisten Jungs haben, wenn sie geil sind, so eine durchsichtige Flüssigkeit, die aus dem Penis kommt. Das kommt nur so tröpfchenweise. Bei manchen ist es sehr viel, keine Frage. Andere haben gar keine. Aber bei den meisten ist es halt so ein Tröpfchen, ein, zwei, drei Tröpfchen, die so ganz langsam mal rauskommen. Klare Flüssigkeit, sehr gleitfähig und zieht sich auch so ein bisschen. Das ist das sogenannte Präejakulat, also ein Gleitfilm, ein Gleittropfen, der vor dem Orgasmus kommt. Wozu ist der da? Dieser Tropfen macht die Harnröhre gleitfähig. Das heißt, wenn das Sperma dann irgendwann beim Orgasmus da rausschießt, dann haben diese Tropfen dafür gesorgt, die Harnröhre einerseits zu säubern, dass die ganzen Bakterien schon mal raus sind und dass die Harnröhre auch schön geschmeidig, glatt und gleitfähig ist, damit die Spermien da rausballern. Und auch wenn ich jetzt hier so mache, bei den allerwenigsten Jungs spritzt es bis über die Brust. Also die meisten, bei den meisten tröpfelt es nur so auf den Bauch. Wenn ihr euch da mal vergleichen wollt, dann guckt einfach hier auf die Website. Da seht ihr, dass die meisten nur auf den Bauch spritzen. Also das ist alles übertrieben. Das ist jedenfalls die Aufgabe vom Vorsaft, vom Glückstropfen. Das ist also komplett normal, bei dem einen mehr, bei dem anderen weniger. Das Ding ist, in diesem Vorsaft können auch schon Millionen Spermien sein. Heißt also, wenn das Zeug in deiner Freundin landet, dann kann es sein, dass sie davon schon schwanger wird. Auch das ist ein Grund, warum rausziehen, bevor es kommt, keine Verhütungsmethode ist. Aber auch das muss tief in deine Freundin rein. Wenn ihr also mehr oder weniger nur am Fummeln seid, Petting habt und sie dir einen runterholt und sich danach vielleicht selber ein bisschen am Kitzler spielt, dann wird sie davon nicht automatisch schwanger. Das muss also schon tief in die Scheide eingeführt werden. Wenn das nicht passiert, dann wird sie also vom Fummeln auch nicht direkt schwanger. Ist dieser Vorsaft irgendwie ansteckend? Kann man sich damit irgendwas infizieren? Ja. Aber auch nein bedeutet nein bezogen auf HIV. Ihr habt ja immer sehr viel Angst vor HIV. Das geht mit Präejakulat, mit diesem Vorsaft nicht. Das heißt also, selbst wenn ihr diesen Vorsaft in den Mund bekommen würdet oder eure Freundin oder euer Freund, dann passiert euch da nichts. Die Viren sind da zwar drin in der Flüssigkeit, aber in sehr, sehr geringer Menge, sodass dein Mundraum, deine robuste Mundschleimhaut damit wunderbar klarkommt. Allerdings kann man sich mit anderen Krankheiten anstecken, wie zum Beispiel Tripa, Chlamydien, diese Richtung. Ja, das ist alles möglich. Aber auch hier mal wieder gesagt, die andere Person muss diese Krankheit natürlich auch haben. Wenn beide Personen gesund sind, kann sich auch niemand mit irgendwas anstecken. Diese Glückstropfen, der Vorsaft, also vollkommen normal. Und liebe Mädchen, wenn ihr seht, dass euer Freund irgendwie schon einen riesen Fleck in der Unterhose hat, weil ihr gerade irgendwie wild am Rummachen seid, das ist eigentlich nur ein Zeichen dafür, dass er definitiv bereit ist, mit euch zu schlafen, wenn ihr das denn auch wollt. Das ist also mehr oder weniger ein Zeichen von absoluter Erregung, von absoluter Geilheit. Wenn es euch gefallen hat, wenn ihr was gelernt habt, jetzt den Daumen nach oben, die Jungsfragen abonnieren, die anderen Videos schauen. Auf Wiedersehen.